Hallo, guten Morgen. Super, dass ihr bei den Verhältnissen gekommen seid. Nicht so selbstverständlich bei dem Schnee. Ich denke, wir werden einen guten Tag haben zusammen. Wäre jetzt interessant zu wissen, wer alles da ist, aber um der Zeit willen, die heute gefüllt sein wird, möchte ich direkt beginnen mit einer Einleitung. Wir leben in einem Land, wo Freiheit herrscht. Wir haben gleiche Rechte. Deutschland, Schweiz, Österreich, wo immer wir herkommen. Wir leben, sagen wir mal, Gott sei Dank noch in einer Zeit, wo wir Redefreiheit haben, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und mir ist wichtig, dass am Anfang dieser AZK-Tagung, dass wir wissen, was wir hier überhaupt tun, wie es überhaupt zu dieser AZK gekommen ist. Dazu möchte ich euch heute eine kleine Entstehungsgeschichte vorweg erzählen, bevor ich dann mit den Referenten beginne, sie nach vorne zu rufen, dass wir das ein bisschen einordnen können, wie es überhaupt zu so einer Arbeit kommt. Es war nämlich eine interessante Geschichte, die mir widerfahren ist. Die eigentliche Grundsteinlegung, ohne dass ich das wusste, zu dieser AZK wurde vor vielen Jahren, ich kann schon fast von Jahrzehnten sprechen, wurde der Grund eigentlich gelegt, und zwar in einer völlig unerwarteten Situation. Ich habe mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, habe ich ein Rehabilitationswerk geführt für Drogensüchtige, Alkoholiker, für psychisch Leidende jeder Art und wollte diesen Menschen helfen. Überhaupt, wir waren so schon immer ein bisschen Weltverbesserer vom Blute her und ich fragte mich, wie kann man die Welt verbessern? Ich kam zur Lösung, die Welt verbessert man am besten, indem man bei sich selber beginnt. Also habe ich mir vorgenommen, ich möchte mit meiner Familie das vorleben, was ich den anderen lehren möchte. Nicht, dass man etwas den anderen sagt, was sie zu tun haben, und selber tut man das nicht. Habe ich mich also bemüht, meine Kinder sind dann herangewachsen. Ich habe schon vor vielen Jahren haben wir begonnen, mit diesen Kindern Auftritte zu machen. Wir haben gesungen als ganze Familie. Und so dachten wir, das wird den Menschen helfen. Und es hat tatsächlich den Menschen geholfen. Das heißt, wir haben uns als Familie täglich die Mühe genommen, uns so miteinander zu leben, in so einer Harmonie, in so einem Frieden, dass man das spüren kann. Also haben wir Auftritte gemacht, Musikstücke, Theater und so weiter. Und dann geschah etwas ganz Interessantes. Während wir dachten, das macht den Menschen Freude, und wir konnten mittlerweile nachweisen, dass wir vielen Menschen aus der Gosse geholfen haben, da geschah etwas ganz Eigentümliches. Plötzlich beginnen die Medien, die öffentlichen Medien, gegen mich Furore zu machen. Plötzlich findet da irgendeiner einen Ansatz aus einer völlig aus dem Zusammenhang gezogenen Rede, die ich einmal gehalten habe. Und da beginnt ein Journalist in den öffentlichen Medien, mich als brutalen Kinderverprügler hinzustellen. Ja. Stellt euch mal sowas vor. Ihr habt es vorher gerade einen Teil meiner Kinder gesehen. Ich habe 11 für diejenigen, die noch nicht genau uns kennen. Ich habe 11 solche. Das waren jetzt gerade mal meine 6 Ältesten. Also nebst dem Solosänger waren das alles meine 6 ältesten Kinder. Wir haben ein Zuhause wie im Himmel. Ich kann euch das versichern. Jetzt steht da einer auf und beginnt im Journalismus herum zu erzählen, ich würde meine Kinder blutig schlagen. Woher hat der Mann das? Ich versuchte dagegen Einspruch zu erheben, ich wollte Gegendarstellung machen, wurde verweigert. Dann denke ich, was ist hier los? Bin ich im falschen Film? Und dann übernimmt das eine Zeitung nach der anderen, übernimmt dieses Gerücht. Am Schluss bin ich nur im Fernsehen, Radio, überall. Plötzlich bin ich fast ein Terrorist. Und ich frage mich, was habe ich eigentlich verkehrt gemacht? Jetzt wollte ich zeigen, wie man als harmonische Familie zusammenlebt. Nun, wem bin ich hier eigentlich auf den Schlips getreten? Das war meine große Frage. Und weil ich die Welt nicht mehr verstand, begann ich zuerst einmal zu überlegen, was geht hier überhaupt ab? Ich dachte immer, Menschen sind glücklich, wenn sie etwas sehen, das funktioniert. Auch die Rehabilitationsarbeit, wir hatten mehr Erfolg als all diese Rehabilitationshäuser, die wir rundherum kannten. Wir hatten die Vergleiche, ich habe viel mit Psychiatrien und so weiter zu tun gehabt. Wir hatten mit Abstand die besten Erfolge, Menschen, die gerettet, geheilt wurden aus dem Alkohol, aus Drogen, aus allem Möglichen, was den Menschen so quält und bindet. Ich dachte, es macht allen Menschen Freude und jetzt kommt etwas zustande, das plötzlich international, wer bin ich eigentlich, denke ich, kleiner Wurm von Walzenhausen, wer bin ich eigentlich? Und das hat die Grundsteinlegung bewirkt, dass ich mich fragen musste, was geht hier ab?
was passiert hier eigentlich? Also habe ich mich auf Ursachenforschung gemacht, wem bin ich eigentlich hier auf den Schlips getreten und was steckt dahinter, wenn ich in der Zeitung nach Medienrecht eine Gegendarstellung verlange und die wird dann schlichtweg verweigert oder wenn sie etwas bringen in einem völlig falschen Zusammenhang, an einer völlig falschen Ecke. Wie hängt das zusammen, dass Konzerne, ganze Medien plötzlich so interessiert sind, aus mir etwas Schlechtes zu machen? Also habe ich meine Augen geöffnet, wer steckt denn dahinter, der so etwas macht? Und bei dieser Suche bin ich auf interessante Leidensgenossen gestoßen. Mittlerweile war es so weit, ich versuchte mich zu verteidigen, da bekam ich so Titel wie Sektenführer, Fundamentalist und ich kann all die Begriffe gar nicht mehr heute gaxen. Jedenfalls stellte ich fest, um die Sache kurz zu machen, dass ich viele Leidensgenossen habe. Ich selber bin bekennender Christ, da muss ich mich ja nicht schämen dafür, aber ich merke plötzlich, da werden andere, die auch interessiert sind, dass etwas besser wird, die über ganz andere Themen sprechen, sei das jetzt über Verstrahlung durch Handys oder sei das über Genmanipulation. Alles, was den Menschen so kaputt macht, andere Menschen, die komplett nichts mit Christentum am Hut haben, merke ich, die bekommen dieselben Titel, die erscheinen in denselben Zeitungen mit denselben Titeln. Plötzlich ist einer, der irgendetwas über Finanzen erzählt, plötzlich ist er ein Sektierer. Dann frage ich mich, nun, ich dachte immer, das hat was mit Christentum zu tun. Wieso wird jetzt der Mensch auch als Sektier oder als gefährlicher, extremer Fundamentalist bezeichnet, obwohl der ganz was anderes tut? Und plötzlich kam ich auf eine ganze breite Schar von Menschen mit ein und denselben Titeln, mit ein und denselben Verleumdungen und was noch interessanter ist, durch ein und dieselben Personen. Da dachte ich immer, die Sektenjäger, die sind speziell für uns Christen geschaffen, als Inquisitoren dieser neuen Zeit. Jetzt sind es aber dieselben Leute, die die anderen auch verfolgen, die was komplett anderes tun. Es sind dieselben Medien, dieselben Journalisten, dieselben Zusammenhänge. Versteht ihr? Und irgendwann spürte ich, das ist ja eine regelrechte Verschwörung, das gibt's doch gar nicht. Bin ich im Ausland, singe ich mit meinen Kindern ein harmloses Lied, wirklich ein harmloses christliches Lied, irgendwo in Ukraine zum ersten Mal geht dieselbe Geschichte wieder los. Ich habe nur ein Lied gesungen, ganz was Harmloses. Jetzt die ganze Ukraine, plötzlich hängt das in allen möglichen Schichten, überall kommen die, beginnt dasselbe Theater wieder mit denselben Schlagworten. Plötzlich realisiere ich, da muss etwas vernetzt sein miteinander. Das gibt's ja gar nicht. Ich denke, das kennt man nur vom Film. Nun, ich begann die Dinge zu untersuchen und zu thematisieren, ich begann darüber zu reden und schau mal einer an, plötzlich bist du ein Verschwörungstheoretiker. Da versuchte ich vor irgendwelchen Medienleuten klarzustellen, dass das eine absolute zusammenhängende Problematik ist, das ist ein Verschwörungstheoretiker dann plötzlich. Seht ihr, und heute sind wir aus diesem Grunde hier. Ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir etwas unternehmen dagegen, weil das wurde so problematisch und das habe ich gemerkt, dass es vielen anderen auch so geht, unseren Referenten geht es so, denke ich, wenn euch nicht, dann wärt ihr die Ersten, die heute hier sind. Es geht allen das gleich und das hat solche dramatischen Ausmaße angenommen, weil im Internet, wenn einer mal eine Verleumdung ausspricht, dann baut der Nächste einen Stein dazu und der Nächste, am Schluss hast du ein ganzes Haus von Verleumdungen und das wird immer schlimmer. Also habe ich mir eines Tages, als es so weit war, dass man uns um Millionen geschädigt hat, wir wollten eine große Anlage erwerben, ein ganzes Institut hätten wir fast für ein Butterbrot kaufen können, statt für 30 Millionen, vielleicht für 2 Millionen, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Jedenfalls ein absolutes Schnäppchen hätten wir genau gebraucht. Zweimal erfuhr ich das, dass dann plötzlich dieselben Leute einbrachen und diese Geschäfte vermiesten und uns damit, ich sag's mal plastisch, um über 20 Millionen betrogen haben, oder? Und ich denke, jetzt ist genug, jetzt brauche ich mal eine Rechtsberatung. Ich bin nicht einer, der Zeit hat für Gericht und so. Aber ich suche eine Rechtsberatung, ich suche mir Anwälte, die eigens gesetzt sind, um hier zu beraten. Ich werde eines Tages überraschend von der Polizei wie ein Verbrecher geschnappt mit meiner ganzen Familie. Alle meine 11 harmlosen Kinder und ich werden abgeführt, ich werde ins Gefängnis gesteckt und untersucht und meine Kinder werden auf Blutspuren untersucht. Und dann heißt es, sorry, es war wohl ein Sturm im Wasserglas, das stimmt ja alles gar nicht. Wären alle so wie ihr, dann hätten wir hier den Himmel auf Erden. Das sagt uns die Kriminalpolizei. Entlässt uns und ich sage, Moment jetzt mal, Moment.
was war jetzt hier, was ging hier ab? Ich stehe da vor Gericht und ich werde freigesprochen, weil das alles nur ein Flop ist. Dann sage ich, Moment mal, jetzt werde ich durch die ganzen Medien geschleift und da passiert etwas Unglaubliches und jetzt sagt ihr uns einfach, wenn alle so wärt wie ihr, hätten wir den Himmel auf Erden, würdet ihr das bitte jetzt öffentlich rechtstellen? Wisst ihr, was der Richter sagt? Nun, das ist jetzt ihre Sache. Sag ich, ja, hallo, habe ich recht gehört? Da zettelt man so eine grausame Geschichte an, mein Name ist ruiniert. Und dann muss ich das nachher selber ausbaden. Das macht doch ihr jetzt, geht ihr doch hin und rechtfertigt uns. Nein, das müsst ihr jetzt selber machen, das kann man eh, das nützt nichts, oder? Dann gehe ich zu Anwälten, ich lasse mich beraten und alle sagen dasselbe. Da müssen sie sich selber helfen, Herr Sasek, da ist keine Behörde zuständig und nichts, niemand. Seht ihr, genau dasselbe Problem entdecke ich bei all den Menschen heute, die aufrichtig sind, aufrichtige Menschen, gerechte Menschen, die das Unrecht bekämpfen, die in irgendeiner Weise etwas aufdecken, geschieht ihnen dasselbe. Und ich habe Leute mittlerweile kennengelernt, da sind wir gerade also wirklich Grünschnäbel dagegen, denen ist noch ganz anderes passiert. Warum ist die AZK entstanden? Ich habe gemerkt, es gibt eine Krankheit in unserem Volk, nicht nur in unserem, in Deutschland, Schweiz, Österreich, Amerika, überall dasselbe. Es gibt eine Krankheit, dass unsere Staatssysteme nicht mehr so funktionieren wie einst. Ja? Medien begehen Rufmord, wir haben Korruption, aber nicht nur in den Medien, sondern bis weit hinein die Staatsgefilde hinein, bis hinein in die Gerichte, wo man denkt, da sollte man recht gesprochen bekommen. Sie selber sagen einem, da ist niemand mehr zuständig, da müssen Sie sich selber helfen. Nun bin ich, weil ich das von einem Richter aus dem eigenen Mund gehört habe, weil ich das von jedem Anwalt, den ich befragt habe, dasselbe gehört habe und dazu auf öffentliches Recht gestoßen bin, das dasselbe sagt, habe ich mir gesagt, gut, jetzt machen wir das auch. Wenn uns keine Justiz mehr hilft, wenn alles so korrupt ist, dass niemand mehr da ist, der einen Gerechten verteidigen kann, dann nehmen wir das jetzt selber in die Hand. Und ich habe gespürt, wir müssen einen ganz speziellen Weg gehen und dieser Weg heißt, wir müssen ans Volk rankommen. Und weißt du, wenn du heute in den Zeitungen irgendetwas verbreiten möchtest, wenn du die Wahrheit sagen möchtest und nach Pressekodex wäre jede Presse, jede TV, Radio wäre verpflichtet, das zu bringen, wenn du was Wichtiges zu melden hast, keiner meldet es. Und wenn es gemeldet wird, dann in einer linken Ecke irgendwo, wo kein Mensch es nachliest, wo kein Mensch es versteht. Verstehst du? So läuft es heute. Es geht nicht mehr ans Volk. Das Volk wird medienverblödet. Das Volk wird medienverdummt. Die Medien bilden ihre Meinung und das Volk merkt gar nicht, wie es Tag für Tag gemeißelt wird von einem Meinungsmacher, der kriminell ist. Ich sag's gleich mal auf den Punkt. Ja? Kriminelle Vereinigungen. Ich werde mich hüten, heute konkrete Namen zu nennen. Ich werde mich hüten, ich sage es einfach, wie es ist, kriminelle Vereinigungen bis hinein tief in die Staatswesen. Und das Volk ist immer Opfer davon. Das Volk, das eigentlich souverän sein sollte, das eigentlich das Regieren, das Sagen hat in der sogenannten Demokratie. Nun habe ich nur eine Idee. Ich möchte eigene Medien gründen. Das ist der Sinn der AZK. Seht ihr, und ich sage nochmal den Zusammenhang. Als harmloser Familienvater möchte ich Vorbild sein, um den Menschen zeigen, wie man harmonisch leben kann, ihnen das lehren. Werde international in eine Geschichte reingezogen, die mich wach macht für internationalen Terrorismus, möchte ich mal sagen. Und wenn ich das zur Zeitung, zum Radio, Fernsehen bringe, merke ich, das wird gedeckt, es wird gefördert, es wird nicht publiziert. Also müssen wir eigene Medien haben. Und eine erste Form von so eigenen Medien, die sehe ich unbedingt, dass wir ans Volk rankommen, sehe ich unbedingt in so einer AZK wie heute. Wir brauchen diese Großversammlungen, wir brauchen diese Versammlungen, wo Menschen sprechen, nicht vor 10 Leuten, sondern vor 2000 und so und noch mehr Leuten. Und das werden wir heute filmen, was wir hier machen. Und das wird unmittelbar ins Netz gestellt, damit das Volk hört, was ihr zu sagen habt. Das, was verschwiegen wird, das, was zensuriert wird. Ja? Das, was zensuriert wird, wird hier unzensuriert gesagt. Unzensuriert. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr heute alles nur die Wahrheit hört. Das wollen wir nicht. Wir sind nicht hier, um zu sagen, ihr hört hier nur die Wahrheit und die absolute Wahrheit. Wir sagen aber eines, hier hört ihr sicher das Unzensierte. Und es ist eure Aufgabe, herauszuspüren, was ihr dabei brauchen könnt
und was nicht. Aber bevor ich das nochmal darauf zurückkomme, möchte ich sagen, was ich noch für Medien im Sinn habe. Ich habe letztes Mal eine Ankündigung gemacht, denn es reicht niemals, wenn wir diese Großveranstaltungen haben, wenn wir das nachher ins Netz stellen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen in dieser Zeit, wo wir so überflutet sind von einseitiger Berichterstattung, brauchen wir einen Gegenpol, der so knackig auf den Punkt geht, dass die schnelllebige Gesellschaft das erfassen kann in ganz kurzer Zeit. Wenn einer nur 10 Minuten Zeit hat, muss er von uns beliefert werden, um in diesen 10 Minuten mehr zu bekommen als ein anderer in einem Monat. Also wir haben etwas verwirklicht, was ich letztes Mal angekündigt habe. Die AZZ ist die Antizensurzeitung. Die wird kostenlos sein. Die werde ich selber zusammen mit AGB, mit AZK sponsern. Die AZZ funktioniert folgendermaßen. Das ist ein Medium, an das ich glaube. Ich glaube, das hat die absolut große Chance. Das Medium funktioniert so. Ihr, jeder einzelne von euch, die Themen, die euch wichtig sind, die Dinge, die ihr ans Licht bringen möchtet, die Dinge bringt ihr auf den Punkt, wie eine Nussschale, bringt ihr zusammengefasst, ihr geht direkt auf den Punkt. Ihr redet nicht um den langen heißen Brei rum, ihr bringt keine langen Beweisführungen, ihr sprecht es einfach aus und sagt, was Sache ist, wo der Schuh drückt. Und wir fassen das in ganz kurzen Artikeln zusammen, wo du wirklich in 10 Sekunden, wenn es sein muss, das ist einer der optimaleren Artikel hier drin, hast du hier einen Themenbereich, das sind zwar nur 2 A3-Seiten, wenn du so willst, aber hier hast du etwa 20 oder 30 so knallharte Themen, wie du heute zu hören bekommst, direkt auf den Punkt gebracht. Aber dann hat es unten Querverweise und die Querverweise, die führen zu den Quellen hin, wo man mehr darüber lesen kann. Also der schnelllebige Mensch, der eigentlich oft gar nicht interessiert ist, lange Dinge zu lesen, der hat die Message direkt auf den Punkt gebracht. Ich mache euch ein Beispiel vielleicht von einem der schönsten oder kürzesten Artikel. Das wird vielleicht Herrn Klaus freuen, wenn er das hört. Da ist sein Thema. Ich lese ihn kurz vor, dann seht ihr, wie lange so ein Text geht und wie er direkt auf den Punkt kommt. Da heißt es, die Evolution des Geldbildes. Die Banker leihen uns unser eigenes Geld, das sie vorher aus dünner Luft gedruckt haben. Finde ich super. Und dass wir deshalb über die Inflation wieder zurückzahlen müssen. Dass sie darauf noch Zinsen nehmen und diese Zinsen vom Staat in Form von Steuern eingetrieben werden, dieses wird, was logischerweise der Plan war, in einer Versklavung der Welt durch die Plutokraten enden. Punkt. Hört ihr, da ist eine Message direkt auf den Punkt gebracht. Ja. Auch wenn du nicht viel mehr darüber weißt, es ist gesetzt und wenn du mit dem lebst, beginnst du es automatisch von dieser Seite her zu untersuchen. Sobald der Mensch etwas weiß, versucht er das Wissen auch weiterzugeben. Also das ist unser Ziel mit jeder AZK. Ich wünschte mir, ihr schickt uns in der nächsten Zeit solche Kernaussagen, die direkt auf den Punkt kommen mit Quellennachweis im Internet, wo man dann noch viel mehr darüber hören kann, ab heute von Herrn Klaus, sein Vortrag zu diesem Thema, dass man direkt auf seine Internetseite kommt, wo dieser Film, dieser Vortrag heute, wo die Menschen sehen, wow, der spricht hier vor über 1000 Menschen, dass er einen Druck, ein Gewicht bekommt, diese Tagung ist dazu da, dass er Gewicht bekommt, dass es nicht heißt, ja, der spricht da vor 10 Leuten, nein, du sprichst hier vor weit über 1000 Menschen und das wird ins Netz gestellt, hier wird der Köder ausgeworfen, die Menschen hören es, sie gehen ins Netz und dort erkundigen sie sich und kommen aufs ganze Thema. Und nächstes Mal möchten wir bereits die nächste Zeitung haben, immer mit ganz vielen knackigen Neuigkeiten und so möchten wir neue Medien gründen und wir möchten so ans Volk rankommen. Das ist uns ganz wichtig. Ja. Und was du dann wissen musst nächstes Mal, wir haben heute bereits 10.000 Stück mitgenommen, dass ihr es mal lesen könnt, dass ihr mal zu Hause dann anschauen könnt und es verteilen könnt. Nächstes Mal hoffe ich, dass wir vielleicht 100.000 auflegen von der nächsten Ausgabe und das sind zeitlose Ausgaben. Das ist nicht nur eine Wegwerfzeitung, das ist wie ein Traktat. Das ist eine Zeitung, die zeitlos ist. Und damit können wir etwas bewegen, damit können wir etwas in Umlauf bringen. Wichtig ist mir, dass diese AZK eine Stätte ist,
wo dem widerstanden wird, was jetzt weltweit an Wirkung ist. Ich sage euch eines, diese Menschen, von denen ich am Anfang gezeugt habe, ich nenne sie nur noch Söhne des Bösen, Söhne des Verderbens. Ich nenne sie Söhne des Teufels, wenn es sein muss. Ich sage euch, diese Menschen, die all diese Dinge anzetteln, von denen ihr heute hören werdet, das sind meistens immer dieselben, die dahinter stecken. Und es sind Menschen, die verfügen über alles Geld der Welt. Es sind Menschen, die verfügen über alle Waffen der Welt. Es sind Menschen, die verfügen über alle Technologie, über alle Medien der Welt, wie du dir das vorstellen kannst. Sie sind in einer Überzahl, dass es einen grausen könnte. Aber ich kann euch eines sagen, was diese Menschen, diese Söhne des Bösen, was du mit keiner Waffe hinkriegen würdest. Keine Waffe dieser Welt kann sie schlagen, nur eine Waffe kann sie schlagen. Und ich sage, das ist die Waffe, die heute hier eingesetzt wird. Das ist das Licht. Die Waffe, die wir haben, ist die Wahrheit. Die Waffe, die wir haben, ist das Wort. Die Waffe, die wir haben, ist die Aufklärung. Die Waffe, die wir haben, ist das Bloßstellen, dass es Tag wird. Wenn ein Dieb ertappt wird, ich sage dir, dann geht was ab. Ja? Haltet den Dieb. Ja? Haltet den Dieb. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr heute gut zuhört, dass ihr diese Referenten unterstützt, indem ihr innerlich gut mitdenkt, mitgeht, dass sie es leicht haben beim Sprechen und dass ihr dann, wenn ihr es gehört habt, nach Hause geht, macht vielleicht einen Kernsatz daraus, aus dem, was ihr gehört habt oder was auch immer für die nächste AZZ und dann schnappt euch die AZZ und seid Licht in dem, was berichtet wird. Breitet es aus, wenn ihr empfunden habt, es ist die Wahrheit, dann breitet es aus, geht auf eigene Kosten hin und verteilt sie euch, macht selber damit Großversand in irgendwelchen Städten, wo ihr wohnt, in Dörfern, das kostet gar nicht viel Geld. Bei uns würde ich da vielleicht 200, 300 Franken bezahlen, habe aber das ganze Dorf beliefert mit so einer AZZ. Dann kommen die Wahrheiten oder die Aussprüche, die euch wichtig sind, dann kommen sie unters Volk, dann kann das Volk es hören. Aber ich betone nochmal zum Schluss, es ist nicht unsere Behauptung, stur und fest, das alles ist Wahrheit, was wir hören, aber das alles ist unzensiert. Das kann ich euch versprechen, was ihr heute hört, ist alles unzensiert. Und was mir am Schluss besonders jetzt am Herzen liegt, wir wünschen, dass ihr mündig das Ganze hört. Wir wünschen, dass ihr das für euch rausnehmt, wo ihr spüren könnt, das ist okay. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich sagen, ob das okay ist? Und da gebe ich dir einfach einen Rat. Ich kann dir meine Großmutter empfehlen an dieser Stelle. Ja. Meine Großmutter war eine besondere Frau. An ihr konntest du lernen, dass selbst die Tiere begreifen, was gut und was schlecht ist. Meine Großmutter war die Güte in Person. Eine Frau, eine absolut wunderbare Frau. Die Güte in Person, die konnte wirklich keiner Fliege etwas zuleide tun. Was ist da geschehen? Wenn ich mit dieser Frau im Wald war, dann kamen die Vögel, dann kamen die Eichhörnchen. Im Garten kamen selbst die Igel. Diese Tierlein, die krochen ihr die Beine hoch, die setzten sich ihr auf die Hand, die pickten ihr das Essen aus dem Mund. Die konnte mit den Tieren buchstäblich zusammenleben, wenn sie selber eins wäre. Ja? Warum? Weil Friede ausging von ihr. Es ging etwas Vertrauensvolles aus von ihr. Diese Person hat etwas bewirkt. Und so wird es sein, wenn diese Referenten, die ihr heute hört, und sie sagen die Wahrheit, dann wird es euch Vertrauen wecken. Dann werdet ihr Ruhe finden im Herzen. Dann werdet ihr sagen, wow, das war es. Auf das habe ich immer gewartet. Dann werdet ihr Frieden empfinden. Dann werdet ihr ein Signal haben in eurem Herzen, das euch sagt, das ist okay. Dem glaube ich mehr als dem anderen, was ich bisher gehört habe. Und seht ihr, wenn das so ist, dann haben wir heute das Ziel erreicht. Wir möchten euch nicht etwas die Katze im Sack verkaufen, wir möchten nicht sagen, schluckt alles blind, wir möchten sagen, prüft das, was ihr hört, prüft es kritisch, geht dem auf den Grund, indem ihr aufs Herz hört, nicht auf den Verstand. Und dann, glaube ich, kommen wir richtig ans Ziel. Seid ihr bisher einverstanden, bis hierher? Okay. Bedenkt, dass AZK eine politisch neutrale Informationsstelle ist. Wenn ich jetzt ein bisschen Gas gegeben habe und gewisse Dinge markiert habe und so weiter, dann tue ich das um des Rechtes willen. Du kannst in der AZK jeden antreffen, der Dinge spricht, die einfach zensuriert werden von der Öffentlichkeit. Ich sage nochmal, wir bestehen nicht notwendigerweise darauf, dass all das, was ihr heute hört, oder ich sage es jetzt mal von mir, ich bestehe nicht darauf, dass das alles meine persönliche Meinung ist. Darum geht es hier gar nicht.
Es sind hier Dinge geschehen in der AZK, die haben absolut nichts mit meiner Ideologie zu tun, mit meinem Glauben oder nimm was immer du willst. Es ist nicht notwendigerweise so, dass man uns, nachdem man etwas gehört hat, sagen kann, aha, der ist ein Rechtsextremer. Ja. Man wollte uns wirklich diese Halle abspenstig machen, indem einer da geschrieben hat, die sind rechtsextrem, Achtung, wieso lasst ihr die da rein, so in dem Stil, oder? Und dann haben wir das untersucht und gemerkt, nein, die sind nicht rechtsextrem. Aber es kann sein, dass in einer AZK ein Rechtsextremer und ein Linksextremer sitzt und einer in der Mitte. Ja? Und wir sagen, wir sind vorne. Wir sind vorne, nicht irgendwo sonst. Ja? Also heute haben wir die absolut brillante Zusammensetzung. Brillanter könnte sie gar nicht sein. Und ich möchte euch wirklich einladend fragen heute, ob wir diese Dinge hören möchten. AZK ist eine Informationsstelle, eine neutrale Informationsstelle. Wir bewerten hier nicht, ist es gut oder schlecht. Wir hören, wir lassen uns alles sagen. Das ist der Sinn der AZK. Nicht eine politische Partei. Eben, wie gesagt, es kann aus jeder Richtung kommen. Wichtig ist, ob Recht verletzt wird oder nicht Recht verletzt wird.